Willkommen zurück. The Survival Horse by The Last of Us 1 Remastered. Folge Nummer 15. Wir sind hier gerade aus dem Jägerhauptquartier, was ich zumindest denke, was das Jägerhauptquartier war. Raus. Sind da durchgemetzelt, muss man leider mal so sagen. Und versuchen jetzt unseren Weg hier weiter aus dieser Stadt zu wuppeln. Mann. Es ist doch verrückt, Soldaten aufzuhängen. Wenn Leute verzweifelt genug sind, sind sie zu fast allem bereit. Die Leute, die protestierten, sind das die, die uns attackieren? Ich glaube schon. Ja, ne, es ist nicht alles schwarz und weiß, muss man mal hier sagen. Also es ist auf jeden Fall nicht so das freundlichste Territorium, mit dem wir bisher waren. Und ja, schauen wir mal, wie es jetzt hier weitergeht. Mal sehen, wo sie hinführt. Richtig. Häppchen. Hier geht's wohl nicht weiter. Dann hüpfen wir hier einmal runter. Pass gut auf, wenn du springst. Wenn du springst. Okay. Los geht's. Los. Man müsste es eigentlich in Hochformat spielen, jetzt hier unter den, in den Häuserschluchten. Es ist, von der Szenerie her ist es schon sehr, 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 sehr nice. Runter, 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 runter. Okay. Da sind noch mehr. Los, schnell mit der Flanke. Okay. Hauen wir ab. Okay, wieder okay. So eine kleine Parkour-Einlage scheinbar. Ich hab's nicht gesehen. Da ist die Brücke. Wir sind jetzt näher dran, glaube ich. Dann weiter so. Na komm. Na komm. Gehen wir das mal. Ich schaff den Sprung nicht. Ja, wir werden das wenn so machen. Wenn du darauf hilfst, kann ich das Brett bewegen. So ist es nämlich. Da hinten ist wieder eine Palette. Wenn ihr euch dran erinnert, hatten wir das vor, ich glaube, drei Folgen schon mal, dass wir diese Paletten bewegen konnten, um Ellie irgendwo hochzuhelfen. Aber... Warte hier! Ja, ich muss sehen, wo das hinführt. Genau, richtig. Das ist nämlich... Sieht nach Lootmania hier aus. Da muss der Hamsterhorst schon mal einmal gucken. Okay. Tücher. Ich glaube, wir müssen wieder was craften, wenn wir hier schon wieder die ersten Sachen nicht mitnehmen können. Warte mal. Jetzt hat die Frage, was? Medkits sind wir voll. Molotovs können wir nochmal machen. Ja, halten. Hier. Ja, wir sind ansonsten. Wir sind ziemlich gut bestückt momentan. Nein, also tatsächlich. Ja. Ah! Oh, ich dachte, er wirft das jetzt. Alter. Hier geht's mal hoch. Aber hier hinten ging's ja noch weiter, oder? Oh, Moment. Schauen wir uns da oben mal um. Oh, es geht sogar noch weiter hoch. Okay. Ist ja nicht eilig, ne? Habe ich gehört. Allein das hat sich jetzt schon wieder gelohnt, hier mal kurz einen Abstecher zu machen. Eine Verstecknotiz. Lasst mich mal lesen. Heute Abend geht's los. Wir nehmen den östlichen Kontrollpunkt. Ich habe ein paar Vorräte in den Regal-Apartments versteckt. Sie sind mit einem roten X markiert. Okay. Regal-Apartments nennt man das so? Ist das ein... Ist das was man kennen müsste in der deutschen Sprache? Interessant. Oh. Geht's gar nicht weiter hoch. Okay. Regal-Appartement.
wie der Wendler schon gesungen hat. Regal. Hey, da ist wieder eins von diesen Floßdingern. Taugt das was? Ja, nennt man Palette, meine Liebe. Nennt man Palette. Das holen wir uns jetzt. So, aber es ist an sich nett gemacht, ne? Wenn das Spiel denkt, oh Mann, der Player ist gerade total lost. Dann helfen wir ihm jetzt mal. Stopp nochmal. Oh, was für ein Scheißort. Aha. Mann, haben die einfach irgendjemand abgeknallt oder was? Was geht denn mit den Leuten? So, liebe Ellie, dann müsstest du bitte mal die Planke planken. Was war das denn gerade? Steig auf. Wir gehen durchs Hotel. Ja. Genau, es ist alles, okay. Es ist nichts passiert. Frage, ob sie die Planke hier schon rüber wuppeln kann oder ob sie uns die quasi so hin wie die runter gibt. Ich muss eh hier rein wieder. Oh jawohl, Ellie, perfekt. Starkes Mädchen, starkes Mädchen. So. Okay. Jetzt müssen wir noch irgendwie hoch. Kein Problem. Schmerzt mich ein bisschen, dass ich nicht herausgefunden habe, was die Regalappartements sind. Aber vielleicht kommt das ja jetzt auch erst noch. Ist da oben sind doch Regalappartements, oder? Glaubst du, die Hunter sind weg? Natürlich. Das sehen. Ich muss mal ganz kurz gucken. Wie gehe ich denn in Hocke? In die Hocke? Fuck, so nicht. Mit dem lieben Kreis. Gut. Ja, ich schätze mal, jetzt müssen wir da runter. Alles klar, Ellie. Komm runter. Jetzt noch lauter. Edel, waren Hotels was für dich? Bevor alles scheiße war, meine ich. Ist nicht waren Hotels was für uns? Da haben wir eine Leiter. Das ist so cool, wie die jetzt immer am Rumpfeifen ist. Super. Was haben wir da hoch? Kaffee. Nein, ist so hoch. Mal sehen, was wir finden. Oh, sag mal hier. Ich dachte, er sagt uns was dazu, dass er Bock hat auf so ein Espresso. Da ist es so hoch. Die Leiter haben wir ja schon gesehen. Ich gucke jetzt trotzdem mal ganz schnell noch, ob es hier was technisch gab. Da zum Beispiel ein paar Pillen. Stopp. Scheren. Sprengstoff sind wir voll. Flüssigkeit sind wir auch schon wieder voll. Mann. Ist ja zu gut. Ist einfach zu gut. Ja, das könnten wir noch einmal craften. Was soll das denn? Du bist echt eine Marke. So. Die Ellie hat eingecheckt, dann schnappen wir uns mal die Leiter und. Oh. Und. Knuffeln die da drüben gegen die Wand. Oder hätte ich da oben mal drauf gehen sollen, wäre da was gewesen. Nee, ne? Nee. Was sehen wir jetzt von hier oben? Nee. Obwohl.
Da liegt irgendwas, aber was ist es? Ist das einfach nur... Ach Gottchen, müsst ihr kurz vorspulen oder so. Eine Sekunde, ich stell das nochmal um. Das ist mir keine Ruhe. Da denke ich bis zum Ende des Spiels drüber nach. Was war auf diesem Gerüst? Munition, ne? Nee, was anderes. Nee, das ist das Zeug, was wir zum Craften brauchen. Oh, super. Cool, jetzt kriege ich die Leiter nicht mehr da weg, weil die Ellie da oben ist. Alter. Ellie. Und Scheiß. Ellie. 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 Oh, jetzt. Worst Parenting. Wahnsinn. Ja, schieß dann einfach in die Richtung deiner Ziehtochter, wie auch immer. Damit sie auf dich hört. Ich hoffe nicht, dass sie jetzt da oben, ich sag mal, festgebackt ist oder was. Ich muss da nochmal hoch, sie da runterschubsen. Auf sie schießen hat ja nicht geklappt. So, Ellie. So, tschüss. Tschüss. Oh. Nee, oder? Wow. Kann ich sie irgendwie rufen? Also ohne direkt wieder auf sie zu schießen. Ja, er nimmt die Leiter halt nicht, ne? Keine Chance gerade. Ellie? Gehst da jetzt mal runter. Du gehst da jetzt mal runter. Du gehst da jetzt mal runter, bitte. GG-Spiel. Oh. Ein bisschen ratlos. Vielleicht muss ich den Savepoint öffnen wieder. Was mich total ärgern würde. Also nicht total, aber so ein bisschen schon. Ah, ich dachte, wir haben... Gibt's doch jetzt nicht, oder? Aber zumindest ein Safe Point, wo wir hier wieder im Hotel sind. Das ist doch. Oh. Wo wir sogar schon hier oben sind. Geil. Ja, ich lasse jetzt mal diese. Was auch immer das war, dort liegen. Mein Lutherherz schmerzt, aber das ist halt dann so. Oh Mist! Runter, runter! Wie viele sind das jetzt? 5 diese Woche. Kein Grund, sich zu beschweren. Ganz sicher nicht. Was das jetzt? Ich muss noch den Flur prüfen, Mann. Ist doch Quatsch, hier war seit Wochen kein Klicker. Wir sind halt gründlich und wir bleiben auch gründlich. Richtig. Also packen wir es an, ja? Okay, wie auch immer. Ne? Wohin geht er? Wohin geht er? Ja.
da ist die Frage, ob er wieder straight hier zurückgeht. Wird was gehört? Ja, was war das? Nichts gehört. Der Rest ist schon. Hast du etwas gehört? Okay. Das ist ein bisschen die berechtigte Frage, ob wir jetzt hier alle töten wollen oder eben nicht. Sind das die Regal-Apartments? Alle, die mit einem X markiert sind, haben Loot. Wir schauen mal. Ein rotes X. Habe ich bisher, by the way, noch gar nicht gesehen. An, mehr oder weniger. Hey, man. Mist. Hey. Tschüss. Hau. Ganz ein bisschen knapp. Oh, oh, oh. Aber manchmal sind die Outlines echt schwer zu deuten. Ich bin zu spät. Sehr hübsch. So, ich glaube, hier haben wir schon ganz gut was weggeräumt. Auf der Etage jedenfalls. Etagement. Drüber warst du, war doch eben noch Kram, oder? Vielleicht auch nicht. Ach, komm. Also, ich weiß nicht. Rück vor! Fuck it! Reicht's mir, Alter? Oh, scheiße! Wird sonst noch jemand hier, den das interessiert? Oh, scheiße, ja. Mist. Fuck it. Ja, die sehen uns ja nicht. Gib mir Deckung! Ja. Joe! Achtung! Das sind auf jeden Fall schlagende Argumente, die wir hier immer parat haben. Das ist... What? Hier wollte ich eigentlich nochmal hin, deswegen war ich eben so schnell. Ich hatte das noch im Kopf, dass es hier nochmal rausgeht. Und ich habe gedacht, cool, da ist bestimmt der Mega-Loot versteckt. Aber ja. Dass sich das jetzt gelohnt hat, hier nochmal zurückzugehen. Okay.
Dann geht's jetzt erst nach oben. Nee, ich will das schon ein bisschen smooth machen, so gut es jetzt noch geht, nachdem ich die einmal alarmiert habe. Ellie, du stehst da total schlecht. Oh, das sind nochmal eine ganze Menge. Das ist nur eine Baseball, Slacker. Das ist nicht so perfekt. Oh Gott. Sieht ein bisschen dangerous aus. Ich werde sie mal kommen lassen. Mal gucken, ob sie wirklich nochmal alle gleichzeitig jetzt kommen. Oder ob ich sie mir Stück weit einzeln schnappen kann. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ hin? Hier ist der Typ. Du doch. Ausgerechnet zu zweit, ne? Mistkerl! Was? Verteilen! Ja. Oh, Scheiße! Was ist los, Mann? Hey, Schwachkopf! Oh, Kacke! Hey. Oh, ja, war nicht ganz so smooth wie gedacht. Ich habe auch ganz schön Schaden bekommen. Aber, ja. Ich muss halt jetzt den Baseball schlägen. Sind da schon wieder Leute hinter uns gewesen? Ja, guck mal hier. Also man darf halt hier nicht so rumtollen, so wie ich das mache. Das hier wird mich ein bisschen heilen. Das ist gut. Was bedeutet denn SJTP? Oh, hi. Na dann mal los, komm schon. Steht er da einfach? Kommt der von hinten jetzt noch? Ja, tatsächlich. Okay. Das war suboptimal, in so eine krasse Ladung Schrot reinzulaufen. Aber zumindest kann man sagen, es hat sich gelohnt, mal so ein Medkit zu nehmen. Das ist doch schon mal viel wert. Scheiße. Oh, scheiße, ja. Warum? Scheiße, ja. Zieh nochmal raus. Kann ich. Nee, kann ich nicht. Ihr Häschen, komm. Oh, Mist. Und dann noch einer. Damit! Dafür bist du besser. Ja. Ist einfach gegen den Tisch gelaufen mit seinem Gesicht. Okay. Oh, nice.
Oh mein Gott. Oh, schrecklich. Hm. Oh, nicht wieder nach unten. Nein. Okay. Also weit so gut. Aber ich glaube, ich stelle einfach nochmal ein Medkit her. Das, ist nicht ganz doof. Pillen. Sieht doch eigentlich ganz vernünftig aus. Einigermaßen komplett gelootet. Dementsprechend geht es jetzt hier drüben weiter. Waren wir auch noch nicht drin. Scheiße. So lobe ich mir das. Das war's. Auf jeden Fall, ich meine, ne, wenn du schon in der Stadt leben musst, dann ist so ein Balkon halt schon auch ganz geil. Ravioli stellt direkt wieder Leben her. Deswegen waren Leute auch jetzt mit C19 so scharf auf diese Konserven. Dosen-Ravioli. Jawohl. Falls du dich mal irgendwie schneidest oder eine Treppe runterfällst, mach dir die Dose Ravioli auf. Dann wird alles wieder gut. Okay, ich habe mich verlaufen. Treppen sollte man stets rückwärts hochlaufen. Ja, das hat Zeug von Eleganz und erweckt den Eindruck, als wenn man weiß, was man tut. Was ist denn hier? Aufmachen! Los! Führt dieser Aufzug hin? Das erfahren wir in der nächsten Folge. Danke fürs Dabeisein heute bei Survival Horst. Bis